Aber zurück zu Peter Arbogast. Und zurück in eine Zeit, als fast alles Glück war. Aufbruch, Gewagtheit. Die Zeit des wunderschönen Paares. Die Zeit des Zahnlückenprinzen und seiner Bergdohle Maria. Neben Radioeinsätzen gab es noch einen zweiten Grund, warum Arbogast 2003 von einer beträchtlich großen Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Die Live-Auftritte. Er nutzte mit der Band die Starre in den Liedern seiner Platte auf überraschende Weise aus. Oft begann er die Konzerte Gitarre spielend und singend, wobei statt eines Mikrofons eine verkabelte, leuchtende Glühbirne an seinem Mikrofonständer angebracht war. Die Lieder liefen präzise ab, sodass das Publikum rasch vermuten musste, es handle sich um einen Playback-Auftritt. Wenn erste Zwischenrufe kamen, meistens ab dem zweiten Song, spielte Arbogast ungerührt und ohne jede Ansage weiter, um dann, nach dem dritten oder vierten Stück seinen Platz bei der Glühbirne zu verlassen, an den Bühnenrand zu gehen und auf irgendeine aggressive Bemerkung zu antworten, wobei seine Stimme durch die Verstärkeranlage zu hören war. Er hatte die ganze Zeit live gesungen, über ein sehr kleines, sündteures Ansteckmikrofon. Besonders eigentümlich geriet die Version des Songs »Komm, großer rosa Flamingo«, in dem an den Vogel appelliert wird, breite deine Schwingen aus, fächle die Türme weg, hacke die Uhren aus den Dörfern, und in dem der Wunsch geäußert wird, deine kleinen bösen Augen mögen unsere Träume mit verderbten Fantasien füllen. Arbogast tobte zu diesem Lied wie ein Berserker über die Bühne, verrenkte sich, warf sich zu Boden, ließ den Kopf vor Anstrengung hochrot anlaufen, sang aber die ganze Zeit punktgenau mit der für die Platte typischen, distanzierten Engelsstimme. Zu Sankt Antonius wiederum, einem Lied, in dem die über 15 Meter hohen Chorfenster des Ulmer Münsters poetisch beschrieben werden, bevor es mit den Worten »So stehen sie da, Jahrhunderte alt, in kalter Luft, in toter Luft, in kalter Luft, in toter Luft, in kalter Luft, in toter Luft« zu Ende geht, hatte Arbogast wieder die Gitarre umgeschnallt. Er trug eine Bischofsmütze sowie eine von Maria Veit entworfene verzerrte Maske venezianischen Stils, die seinen Mund freiließ. Gegen Ende biss er auf eine Kapsel und rote Flüssigkeit strömte ihm über Zähne und Kinn und tropfte auf seine Kleidung, sein Instrument und zu Boden. Wenn ich an dieser Stelle kurz zusammenfassen darf. Hier ging es los. Hier, in jenem Jahr, machte sich erstmals unter einer nennenswerten, wenn auch noch überschaubaren Zahl von Menschen das vage Gefühl breit, dass diesem langsam sprechenden, großgewachsenen jungen Mann mit dem dezent verstrubbelten Haar alles zuzutrauen war. Was auch immer alles heißen sollte, das war ja gerade das angenehm Beunruhigende, fanden diese Menschen. Peter Arbogast war an der Hand seiner Freundin aus dem hermetisch abgeriegelten Keller seiner Improvisationen heraufgestiegen und hatte begonnen, sich in aller Öffentlichkeit einen Spiegelsaal einzurichten, in dem entweder niemand Anzahl und Form der Spiegelungen kontrollierte oder nur er. Am liebsten aber, am allerliebsten, tobte er mit Maria durch diesen Saal, ganz allein, zu zweit. Sie schauten um sich und erschauderten. Mal vor Schönheit, mal vor Spaß.